Herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park Operation Genesis. Kurz bevor wir vom Wirbelsturm heimgesucht werden, der nächsten Monat kommt. Und wir haben übrigens einen Stegosaurus gefunden und einen großen. Das heißt, wir werden das jetzt alles beenden. Also, wir werden jetzt alle Dinosaurier haben. Boah, was? Okay, Opalhaufen. Den können wir verkaufen. Das ist schön. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Und wir können jetzt auch Dr. Grant und seinen Fossilienteams. Fossilien-Suchteams von dieser Stätte abkommandieren und werden die dann ins neue Gebiet setzen. Nämlich hier. Alles gut. Ah, sehr schön. Zack und zack. Und ich werde direkt auch mal ein neues Team einstellen. Was? 10.000 Dollar? Dann werde ich es halt nicht einstellen. Gut, naja. Jedenfalls suchen sie jetzt Wirbelsturm. Okay. Notstand. Achtung! So. Jurassic Park wird jetzt aus Sicherheit. Schreien Sie, laufen Sie bitte alle schreiend im Kreis. Okay, die Musik passt jetzt gerade nicht. Es kann sein, weil ich jetzt gerade noch im Menü hing. Okay, hier hinten ist er. Gut, er ist noch relativ weit weg vom Park. Das heißt, die Menschen haben noch genug Zeit, um abzuhauen. Der sieht so klein aus und irgendwie billig. Aber er hat eine große Zerstörerkraft. Ja, okay. Stegosaurus ist jetzt zu 100% vollständig. Das gucken wir uns später an. Die Musik passt jetzt gerade gar nicht. Normalerweise kommt da immer so eine dramatische Musik. Okay, die meisten Leute sind aber... Was machen die Peng da? Peng, lauf weg! Okay, die meisten Leute sind schon in Sicherheit. Gut, dann dürft's hoffentlich keine Todesfälle geben. Hoffe ich mal. Die Peng muss noch hier rein. Also keine Todesfälle unter den Besuchern, aber Todesfälle unter den Dinos bestimmt. So, und er nähert sich so langsam aber sicher meinem Park, was ich jetzt nicht so schön finde. Okay, die sind alle weg. Gut, die Menschen sind alle in Sicherheit. Das ist schon mal okay. So, wo ist er denn jetzt? Okay, ja, hier kannst du ruhig drüber hinwegfegen, da sind eh keine Dinos drin. Das darfst du ruhig machen. Dann lesen wir mal kurz. Was sagt er denn? Der Jurassic Park funktioniert zufriedenstellend. Vergessen Sie aber nicht die Fossilienjagd. Sie brauchen mehr Dinosaurierarten. Ja, mache ich ja gerade. Und kabum. Jetzt hat er meinen schönen Dings kaputt gemacht. Ein Zaun. Ja, und jetzt hat er hier das Ding beschädigt. Ich glaube, der kann Gebäude gar nicht komplett zerstören. Der kann ihn nur beschädigen. Naja, bauen wir halt später alles wieder auf. Ist ja kein Ding. So. Genau, zieh einfach weiter nach links. Nein, nicht umdrehen. Dr. Wu. Okay, hat den Super-Extraktor fertiggestellt. Dann können wir das nächste erforschen. Ah, jetzt passt die Musik. Okay. Wollte ich nämlich sagen, es war nämlich die komplett falsche Musik eben. So eine ruhige, entspannte Musik passt nicht dazu. Ja, und das war's schon. Sehr gut, wir hatten echt Glück damit. Jetzt haben wir nur noch Gewitter. Der hat sich aufgelöst, sehr schön. Und der hat nur hier so ein paar Zäune zerstört und die Brutstation beschädigt. Aber sonst geht's allen Dinos gut. Oh, das ist ja super verlaufen. Gut, dann werde ich den Notstand jetzt aufheben. So. Und die Leute kommen alle zufrieden wieder raus. Ha, besser hätte es nicht laufen können. So, sehr schön. Parkwartungssystem hat festgestellt, dass Brutstation 1 größere Reparaturen benötigt. Wie viel? 2.900, ja. So. Das Ding ist wieder ganz. Okay, dann können wir jetzt den Zaun wieder reparieren, so halbwegs zumindest. Ich glaube, das ist ganz reich vom Geld her. Ja, okay. So, muss ich halt warten, bis ich wieder ein bisschen Geld bekommen habe. Aber gut, das hat ja gut funktioniert. Den Leuten geht's allen gut. Das ist doch schön. Dann gucke ich erstmal auf die Karte, wie sieht's da aus? Okay, ist nur Gewitter und dann sonnig. Das heißt, ich kann die Schutzräume erstmal wieder abreißen, dann kriege ich nämlich auch wieder ein bisschen Geld. So, zack, zack. Okay. So, weil bei Gewitter können Menschen, glaube ich, nicht sterben. Und zumindest ist mir noch nicht vorgekommen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man Blitz irgendwo einschlägt und euch auch irgendwas beschädigt. So, jetzt haben wir auch schon wieder alle Schäden, die der Wirbelsturm angerichtet hat, wieder weggemacht. War doch gar nicht so schlimm. Okidoki. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ja, ich warte erstmal ab, bis der Dr. Grant mal wieder was gefunden hat, damit ich weiß, was für Dinos alles vorkommen, außer der T-Rex. Ich könnte hier natürlich jetzt auch nachgucken. Aber ich warte. Dr. Grant.
Okay, Coritosaurus. Ach, das ist ein Pflanzenfresser, ein großer, glaube ich. Und Tyrannosaurus. Sauber. Gut, dann baue ich das Coritosaurus-Gehege schon mal. Und Tyrannosaurus wird dann auch wieder so ein großes Gehege, was dann auch wieder hier steht. Coritosaurus war ein großer Pflanzenfresser. Das heißt, ich glaube, da habt ihr gesehen, da war ein Blitz. Der hat wahrscheinlich gerade hier den Zaun ein wenig beschädigt. Was aber nicht so schlimm ist. So, ich glaube, das reicht auch für die. Steht zwar ein bisschen schief. Ich glaube, das flächen wir auch noch ein bisschen ab, weil dann haben die mehr Platz. Nachricht von Dr. Wu. Was zum... Wieso geht das nicht? Nur so nach und nach, na egal. Dann lassen wir es so. Coritosaurus zu 12%. Brutstation 1 hat kleinere... Okay, wieso? Wird wieder vom Blitz getroffen. Ja gut. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Von mir aus. Den Zaun kann man auch überprüfen, Zaun testen. Da, das ist der schwächste Zaunabschnitt. Wartung kostet $19. Nachricht von Dr. Okay, und Zaun ist im besten Zustand, alles klar. Tyrannosaurus auch zu 12%. Okidoki, ist doch schön. Es war vielleicht jetzt nicht ganz so passend, dass ich einen Fleischfresser neben einen Pflanzenfresser tue, aber da ist ein Zaun zwischen, von daher können die sich, glaube ich, sowieso nichts tun. So, Dinosaurier, dann brauchen wir mal wieder einen Pflanzenfutterspender. Den stelle ich, hin? Ja, hier so hin. Ha, jetzt haben wir so ein bisschen sogar den Berg dadurch abgeflecht. So, Paleoballen. Dann lege ich noch einen kleinen Fluss an. Da der hier ja schon so halbwegs drin ist, kann ich ja hier auch weitermachen. Wenn diese Futterstation mich jetzt nicht stören würde dabei. Gut, dann war es halt nicht da. Dann ist halt hier. Ich glaube, das dürfte reichen. Oh, und ich habe wieder extrem viel Geld verloren. Ich wollte nämlich gerade direkt einen Aussichtspunkt bauen, aber das kann ich jetzt erstmal knicken. So, sehr schön, sehr schön. Jetzt könnte aber auch mal wieder das Gewitter aufhören, das wäre nämlich echt nett. Naja. Ich glaube aber sogar, dass der Wirbelsturm gar nicht so lange anhält immer. Der ist, glaube ich, kürzer, also der geht, glaube ich, nicht so einen kompletten Monat. Weil ich glaube, das wäre dann extrem blöd, weil es dann recht schwer war, den die ganze Zeit so zurückzuhalten. Okay, aber die Leute sind alle zufrieden, den Dinos geht's gut, das ist doch schön. Und das hier wurde wieder vom Blitz getroffen, aber es ist nichts passiert. Na gut, dann nicht. Ist hier irgendwo ein schwacher Zaunabschnitt? Ja, tatsächlich. Okay, kann man nämlich alles so schön überprüfen. Haben wir hier einen? Nee, der ist im besten Zustand. Okay, das sieht hier aus, der auch. Alles klar. Alles klar, ja. Gut.